Die Windjammerparade. Seit 1998 der maritime Höhepunkt der Kieler Woche. Ein Stelldichein von Vollschiffen, Barken, Galeassen, Barkentinen, Gaffelschonern, Hansekoggen sowie Hunderten von Segeljachten. Die Großsegler sind nach wie vor die Königinnen auf den sieben Meeren. Jeder Großsegler führt eine Gruppe kleine Schiffe und führt sie mit vier Knoten in die Außenförde. Über 100.000 Schaulustige säumten die Strände der Förde und ließen sich auch von einem Unwetter den Spaß nicht verderben. Windjammer, das klingt nach Seefahrerromantik, Stürmen, hohen Wellen, harter Arbeit und Heulen in den Wanten. Was aber bedeutet Windjammer wirklich? Wenn der Wind in den Segeln jammert? Für mich ist das der Begriff für die alten Segelschiffe. Orkanheulen, Sturmweinen. Jammern nach dem Wind, dass die Segler Winter haben genug? Mit Jammer hat das natürlich nichts zu tun. Den Wind durchbrechen. Windjammer kommt von to jam, Winddruck. Also übersetzt sozusagen der Druck in den Segeln. Das Unwetter war kurz. Beim Einlaufen herrschte fast wieder Kaiserwetter.